herzlich zu einem neuen Video. Und in diesem Video geht es um meine Halftersammlung. Ich habe hier neben mir die Kiste stehen mit den Halftern und Stricken. Und ich werde euch einfach mal so ein bisschen vorstellen, was ich für Halfter habe. Ja. Wenn ich die Kollektion weiß, dann nenne ich euch auch die Kollektion. Wenn nicht, dann halt nicht. So. Das Video geht übrigens raus, oder was heißt raus, aber eine liebe Stallkollegin hat mich auf die Idee gebracht, dieses Video zu drehen und deswegen grüße ich dich ganz lieb nochmal. Dankeschön für die gute Idee. So, hier haben wir erstmal das erste Halfter. Das ist mein Lederhalfter. Ich weiß nicht, von welcher Marke das ist, weil ich es seinerzeit geschenkt bekommen habe und ich habe einfach hier im Genick so ein Plüschi dran gemacht. So eins. Ja, einfach, eigentlich einfach nur so. Ja, es ist schwarz mit so silbernen Beschlägen hier. Ja, das war mein erstes. Das ist übrigens Größe Cobb. Alle meine Halfter sind Größe Cobb. Außer ich habe mal eins richtig günstig bekommen. Da ist es auch mal Warmblut, aber Warmblut ist eigentlich viel zu groß. So, dann machen wir weiter mit meinem eigentlich Lieblingshalfter. Das ist das Halfter von Eskadron. Aus der Choco Chip Pink Kollektion von 2007. Das Halfter ist immer noch heile. So langsam fängt sie unten an zu rosten. Aber nach 7, 8, 9 Jahren ist das, finde ich, vollkommen okay und ich liebe es. Ich finde es so schön mit diesen Farben hier, mit dem Pink und dem, ihr seht das gar nicht genau. Seht ihr das jetzt? Ich finde es jedenfalls so schön mit dem Pink und dem Braun. So, weiter geht es mit einem gelben Halfter, was ich gerade mal einmal entknoten muss. So, das hier, ich muss gerade mal schauen, ist von USG. Das ist so ein knallgelbes Halfter, schwarz unterlegt. Das sieht man hier oben ganz gut. Ja, finde ich auch total schön. Hat er auch echt lange Zeit getragen. Dann irgendwie nicht mehr. Ich muss es mal wieder einführen, weil es ist echt cool. Ja, was das für eine Größe, steht hier gar nicht mehr dran. Doch, auch Kopf. Ja, da war ich klug, einen Kopfhalfter zu kaufen. Deswegen sitzt das auch so gut. Ja. Die Stricke, die hier gerade oben drauf liegen, zeige ich euch gleich. Die kommen später. Ich möchte erstmal die Halfter zeigen. Das hier ist zum Beispiel, Moment, ich muss es auch hintätzen. Ich habe die alle in der Kiste liegen. Und weil die natürlich ein bisschen komprimiert werden müssen, habe ich die so zusammengeknuddelt. Das hier ist ein kariertes Halfter. Rosa-schwarz kariert. Da seht ihr es. Von HKM. Ja, von HKM. Das habe ich auch mal geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau. Da hatte ich den Rubinho aber schon. Das muss vielleicht 2006 oder 2007 gewesen sein. Das ist leider Warmblut. Und viel, viel, viel zu groß. Also das hat er gar nicht so oft getragen. Einfach, weil es einfach über die Nase gerutscht ist und hinten weggerutscht. Und selbst auf der engsten Einstellung passt es halt leider einfach nicht. Obwohl das so schön weich gepolstert ist im Nacken. Oh, ich liebe dieses Halfter eigentlich. Ja. Dann habe ich hier noch eins. Das habe ich auch schon sehr lange. Aber bestimmt 2007. Ja, oder 2008. Auf jeden Fall habe ich es echt schon lange. Das ist ein grünes Halfter. Und da sind auf dem Nasenstück und auf dem Backenriemen und im Genick ist so ein Verzierband oder so ein Zierband mit kleinen Möhrchen und Äpfeln. Das war voll süß, ich fand das total toll und deswegen muss ich es auch unbedingt kaufen. Das hier ist wiederum Größe Pony. Es gab es nur im Pony, aber ich wollte es halt unbedingt haben. Und deswegen ist es auch auf der größten Einstellung und es ist wirklich eng. Also es passt, aber es sitzt schon knackig. Und ich habe es jetzt halt auch länger nicht mehr drum gehabt. Ja. Aber es war süß. So viele Halfter habe ich gar nicht, merke ich jetzt gerade mal. Ich habe hier noch eins. Boah, das ist voll schwer. Das war mal rot. Jetzt ist es so ausgewaschen, Bordeaux, schlammfarben. Das war eine ganze Zeit lang sein Weidehalfter, deswegen ist das hier auch schon so ausgefranst. Ja, das ist von Möller. Das war damals, glaube ich, so ein Western-Bedarf. Ich stand mal in einem Stall, da waren relativ viele Westernreiter und die haben mir dieses Halfter empfohlen. Das war auch sehr stabil, also da kann ich echt nichts gegen sagen. Aber es ist mittlerweile einfach alt und abgenutzt und schwer. Es ist echt schwer.
Wir sind schon beim letzten Halfter angelangt. Ich merke gerade wirklich, wie wenig Halfter ich habe. Weil Robinio hat jetzt nur noch eins im Stall, womit er auf die Wiese geht. Das ist so ein, auch so ein richtig altes, rotes. Und sonst war es das schon. Ich hatte mal ein blaues. Wo ist denn mein blaues Halfter? Dieses Rätsel wird sich hoffentlich auch nochmal auflösen. Weil das Blaue war auch schön. Es war so hell und dunkelblau gestreift. Ich werde es suchen. Mal schauen, ob ich es finde und wenn ja, wo ich es finde. Kommen wir erstmal zum letzten Halfter. Und das ist dieses hier. Das ist so lila mit so einem schwarzen Strich. Größe Warmblut. Und das kann man einfach durch diese Schiebeschnalle so eng machen, dass es passt. Also hier unten schlabbert so ein bisschen an der Schnauze, an der Nase, an der Schnauze. Ich habe zu viel Zeit mit dem Hund verbracht heute. Aber hier oben kann man es ganz gut passend stellen und ich fand es einfach cool. Ich habe es damals geschenkt bekommen und da konnte ich halt auch irgendwie nicht Nein sagen. Ja. Jetzt zeige ich euch noch meine Stricke, die ich eigentlich wunderschön zusammengewickelt hatte. Aber jetzt gehen sie gerade eh alle auseinander. Ich habe hier einmal so einen schwarzen Strick. Den habe ich eigentlich am Lederhalfter. Also wenn ich das Lederhalfter drauf habe, nehme ich auch voll gerne diesen schwarzen Strick. Ich finde, das sieht einfach schön aus. Und der hat so einen ganz speziellen Verschluss. Das ist nicht so ein Panikhaken. Da muss man hier so reingehen. Und dann geht das hier so auf. Das finde ich ziemlich cool. Einfach weil, mir ist es schon ganz oft passiert, oder das heißt ganz oft, aber mir ist es schon öfter passiert, dass ich mit einem Pferd spazieren war. Mit dem Strick oder mit einer Gasse an meinem Strick und dann ist dieser Panikhaken aufgegangen, weil ich das Pferd davon abhalten wollte, am Wegrand Gras zu fressen. Dann zieht man einmal falsch und schon ist der Panikhaken auf. Und mit dem Ding hier passiert das nicht mehr. Dann habe ich hier noch so einen lila Strick, der ist sogar noch zusammengewickelt. Den habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Ich weiß gar nicht, warum ich den habe. Der ist auf jeden Fall gebraucht. Ich glaube, ich habe den damals einfach auch geschenkt bekommen. Ich habe ihn, wie gesagt, nie benutzt, weil lila so gar nicht meine Farbe ist irgendwie. Aber er ist da. Dann habe ich hier noch einen Strick. Der ist so braun, weiß, schwarz. Den habe ich mal auf der Equitana bekommen. Der ist von Equest. Ich glaube, das war so ein Werbegeschenk. Ich glaube, ich habe da auch nichts für bezahlt. Ja. Oh, dann habe ich noch den Strick aus der Schoko-Shipping-Kollektion. Der ist ungefähr genauso ausgeblichen wie das Halfter mittlerweile. Aber gehört halt dazu, ne? Hier noch mit dem Namensschild von Eskadron, das ist auch total verblichen, wartet. Haben die heutigen Stricke das überhaupt? Ich habe schon so ewig keinen Strick mehr gekauft. Ich glaube, ich sollte mir ein neues Halfter-Set zulegen. Ja. Ah, dann habe ich auch noch den gelb-schwarzen Strick. Den benutze ich eigentlich immer zum gelben Halfter. Den habe ich mal in unserem Reitsportladen während des Advents nicht wichteln. Lose ziehen, gewonnen. Und davor habe ich mir das gelbe Halfter gekauft. Ich glaube, vielleicht war das Absicht von dem Reitsportladen. Wer weiß, wer weiß. Und dann habe ich hier noch einen Strick. Der ist so grün, grau, schwarz. Dazu hatte ich mal ein passendes Halfter, aber das war irgendwie, ich weiß nicht, ob das Kaltblut war oder so. Jedenfalls war es Robinio viel zu groß. Und da habe ich es einer Stallkollegin vermacht. Das Pferd hatte einen großen Kopf, das hat gepasst. Und der hier hat so einen Karabiner und ist einfach mega lang. Deswegen habe ich den Strick nicht mitgegeben, weil ich das einfach cool finde. Also es ist einfach praktisch, so einen langen Strick zu haben. Deswegen ist dieser Strick noch da. Ja. Dann habe ich hier noch meine Führkette mit so super Deutschlandfarben. Voll schön, nicht? Aber ja, die benutze ich halt für Fotos, ne? Wenn eh nur die Kette drauf sein soll, dann ist auch egal, ob da jetzt Eskadron auf dem Band steht oder die Deutschlandfarben. Ist ja nur für die Kette. So, wir sind sogar schon am Ende. Im Vergleich zu meinen Schabracken ging das richtig schnell. Ja, ich werde mich auf die Suche machen nach dem blauen Halfter. Und ich überlege mir wirklich, ob nicht vielleicht als nächstes statt eine Schabracke mal so ein Halfter einzieht. Weil die ich habe, sind echt alle alt. Das letzte, was ich gekauft habe oder bekommen habe, war das Lederhalfter. Vor 4 Jahren. Es wird Zeit. Es wird Zeit für ein neues Halfter. Gut, dass ich dieses Video gemacht habe und diese Erkenntnis gefasst habe. Und ja, ich sage erstmal ciao. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen.